Herzlich willkommen auf meinem Kanal RPG-Fan. Ich bin weiterhin auf der Suche nach dem schwarzen Stein der Dalvarix. In der letzten Folge bin ich bereits dem zweiten Hinweis nachgegangen. Und jetzt bin ich hier auf der Spur des ersten Hinweises. Das heißt, ich befinde mich hier neben Ark am Hafen. Und hier geht es rein, wieder in irgendwelche Passage unter der Erde anscheinend. Kanalisationsausgang wieder. Mhm. Also eigentlich wieder wahrscheinlich Kanalisation von Ark. Nur eben eine andere Passage davon. Na gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal da rein. So. Aha, das sieht doch gut aus. Ist denn da schon das Hinweis? So schnell. So, dann Moment hier. Aha. Wobei. Kommen wir hier nicht hoch oder was? Moment. Dass die Dunkelheit ein bisschen. Aha. Wow. Da hat er anscheinend ein giftiges Bad genommen oder so. Oh Mann. So, Groschen 35, nicht schlecht. Und hier sein Kräutersack wieder. Also ich erinnere daran, in der letzten Folge war das auch eine tote Frau, die wir gefunden haben. Und in ihrem Sack haben wir einen Hinweis gefunden. Da war eine Nachricht, die ja so ein bisschen einkodiert war. Das heißt, wir konnten die nicht richtig verstehen. Und hier auch ein Schriftstück der Leiche im Hafen. Und da drauf Blut. Schauen wir uns das mal an. So, Bücher und Schriftstück der Leiche am Hafen. Ich, Kapitän Janul Orai, gestehe hiermit meine Sünden. Über Jahrzehnte hinweg habe ich aus allen Ländern Wyns Männer und Frauen gefangen und an den Höchstbietenden verkauft. 462 Männer, 561 Frauen und 210 Kinder verdanken mir ein Leben in Sklaverei. An ihre Namen erinnere ich mich nicht. Nun ist die Zeit der Strafe gekommen und ich danke dem Knochenrichter für sein Urteil. Gekreuzigt werde ich über einem Bad aus Säure hängen, dessen ätzende Blasen mir langsam die Haut vom Leibe brennen werden. Niemand wird meine Schreie hören und mein Tod wird ein einsamer sein. So wie ich es verdiene. Janul Orai, Sklaventreiber. In einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder. Und hier wieder so eine Nachricht, die wir leider nicht entziffern können. Hm. Genauso wie bei der ersten Leiche. Ich muss aber sagen, dass dieser Sklaventreiber wirklich einen schrecklichen Tod hatte. Wow, unfassbar. Da war es bei der Frau, die wir in der letzten Folge gefunden, eigentlich weniger schlimm, finde ich. Und hier eine Truhe. Dietricher und Groschen. Gut, dann bleibt uns noch der letzte Hinweis. Der dritte Hinweis, der ist irgendwo im Norden von Ark. Schauen wir gleich. Okay, das ging jetzt schneller, als ich gedacht habe. Und der dritte Hinweis ist hier, am Feld an der Mühle. Gut, dann bin ich also hier jetzt an der Stelle angekommen, wo sich der dritte Hinweis befindet. Und zwar geht es hier rein. In den alten Getreidespeicher. War ich hier nicht schon mal? Kommt mir irgendwie bekannt vor. So, okay, da kann man schlafen. So, okay, also speichern. Vielleicht schon mal unseren Bogen vorbereiten und rein da. Denn ich habe das Gefühl, dass hier mindestens Ratten vorhanden sind. Und höchstens noch etwas Schlimmeres, wie zum Beispiel Watüren. Die ja wirklich einen mächtigen Bums drauf haben. Okay, ein bisschen was zu essen gefunden. Wein brauchen wir nicht. Eine Tür. Ja, natürlich, eine Ratte. Okay, da sind die schwachen Ratten. Und da ist die nächste. Oh, Leute. Nur bitte keine Krankheit übertragen. An mich, Leute. Ah.
Okay. Oh, noch eine. Scheiße. Okay. Also es sieht nicht danach aus, als hätten die Krankheit an mich übertragen. Wahrscheinlich, weil ich schon vor kurzem krank war und mich dann geheilt habe. Also wäre cool, wenn hier sowas wie eine Immunität für eine bestimmte Zeit gäbe, nachdem man sich vor einer Krankheit geheilt hat. Würde ich auf jeden Fall sehr geil finden. Okay, eine sehr bedrückende Atmosphäre hier. Die Musik, uch. Ist wirklich heftig hier. 6 Groschen. Ah, hier eine Tür. Experte. Sollten wir eigentlich... Aha. Aha, ja. Ich glaube irgendwo... Hier war es doch. Ne. Aha. Scheiß. 23 noch übrig. Also man kann am Geräusch wirklich nichts erkennen. Habe ich so das Gefühl? Oder ich habe es einfach noch nicht gecheckt, auf was man achten soll. Mann. Hier? Ja. Oh Gott, die Stelle ist einfach so winzig. Oder vielleicht ist die hier? Nein. Irgendwo da. Ja. Oh. Noch 18. Hm. Ja. Ja. Komm. Ja. So. Und da ist schon der Hinweis. Und eine Ratte. So, unser Bogen. Gut, die sieht uns nicht. Aber jetzt schon und jetzt wieder nicht. B1 und 2 und 3 und 4. So. Wo? Das war's. Wow. Okay. Moment, was für ein schreckliches Bild wird hier zu sehen sein. Oh mein Gott, auch einer, der gekreuzigt wurde. Und da, oh nein! Ich glaube, der wurde gekreuzigt und dann von Ratten gefressen. Wow, das ist einfach nur genauso schlimm wie die Sache mit der... hier. Wie heißt es? Mit der Säure. Einfach nur schlimm. So, hier eine Notiz, die wir nicht nehmen können. Unfassbar, was ist hier los? Warum lassen die sich so schrecklich umbringen? Bin wirklich gespannt, wenn wir endlich diese Nachricht entschlüsseln werden. So, Feuergift. Ziel ist 20 Punkte anfälliger gegen Feuer, das ist nicht schlecht. Lähmungsgift. Ziel wird für 3 Sekunden gelähmt, das ist geil. So, okay. Oh Mann. Ausgewachsene Rate, wieder ein Zettel, den wir nicht nehmen können. Und hier der tote Kräutersack. Schriftstück der Leiche an der Bauernküste. Wieder voller Blut. Oh, so. Also, wo ist unser Schriftstück? So, Moment, erstmal speichern. Bücher. Schriftstück der Leiche. An der Bahnküste suchen wir. Ich, Borio Haferschlag, gestehe hiermit meine Sünden. Jahrzehntelang habe ich Kinder aus der Unterstadt entführt und in diesen Keller gesperrt. Ich vergriff mich an ihnen, ließ sie hungern und verkaufte sie anschließend an den Höchstbietenden, die, wie auch ich, von abscheulichen Bedürfnissen und Perversionen getrieben waren. Nun jedoch ist endlich die Zeit der Strafe gekommen und ich danke hiermit dem Knochenrichter, der mein Urteil vollstreckt. Gefesselt werde ich dabei zusehen, wie mir ein Rudel Ratten die Haut vom Leibe frisst. Niemand wird meine Schreie hören, ebenso wenig wie die der armen Seelen, deren Leben ich hier zerstörte. Borio Haferschlag,
Kinderhändler und Mörder. Und wieder in einer anderen Handschrift für meinen Waffenbruder und dann eine Nachricht, die man entziffern muss. Also unglaublich, die erste Frau, die wir gefunden haben, war also eine Mörderin, Auftragsmörderin. Der zweite war ein Sklavenhändler. Und der dritte ist also ein Kinderhändler. Unfassbar. Und alle drei scheinen sich einfach freiwillig für ihre Sünden foltern lassen zu haben, beziehungsweise bestrafen lassen zu haben. Unglaublich. Ich bin jetzt allen Hinweisen nachgegangen und jetzt soll ich endlich zu Jesper gehen. Krass, was ist das? Das ist die Lösung dieser ganzen Sache, frage ich mich. Vor allem bin ich wirklich gehypt. Aha, und ein Schlüssel. Ich bin wirklich gehypt, was was die Entzifferung dieser geheimen Nachrichten sein wird. Also eine Notiz. Ehrlich, Gewahrter, ich verstehe nicht, was der ganze Zirkus soll. Ich brauche einen Lagerplatz. Dein Speicher steht fast leer. Und ich würde dir verdammt 15 Groschen pro Woche zahlen. Ist das nicht genug? Du verhältst dich ja, als hast du die Juwelen der Goldenen Königin in deinen Speicher gelagert. Also komm, gib dir einen Ruck. BS. Und wegen der Rattenplage, du musst herausfinden, woher die Biester kommen. Vermutlich irgendwelche Löcher in den Wänden. Wenn du die gefunden hast, stell einen Stein davor oder blockier sonst irgendwie, das sollte dein Problem lösen. Okay, die Notiz und Schlüssel für den Hafenkeller. Der Hafenkeller. Aha. Dann jetzt mal raus aus der Bude, Herzland. Und mal schauen, wo unser Kumpel Jesper jetzt zu finden ist. Okay, also der Questmarker zeigt dahin, so Richtung Westen. Aha, Südwesten, okay. Der ist wieder irgendwo im Fremdenviertel. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich im Fremdenviertel. Bis dann. Ich bin jetzt hier also in Ark bei dem tanzenden Nomaden wieder und unser Kumpel Jasper scheint wieder da drinnen zu sein, wo der sich wohl rumgetrieben hat. Gut, ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. So. Jasper, ich hoffe, diesmal bist du aber wirklich hier. Ah, die Karten, die ich ja schon mal gespielt habe und einfach nur unfassbar schlecht war. So, Moment. Jasper, wo bist du denn? Aha. Okay. So, wir nehmen mal eine Fackel. Hier ist wieder dunkel. Okay, Meister. Und hier auch. Okay, also. Silbererz. Fremden. Hä, Moment. Wie wieder? Aha, okay. Alles richtig, der steht hier einfach auf dem Balkon. Also, Jasper, erzähl. Jasper? Du hier? War dir auch noch ein wenig Frischluft? Naja, sagen wir, etwas Seltsames ist passiert. Jasper von den Morden erzählen. Nein, ich habe dich gesucht. Stimmt etwas nicht? Du wirkst etwas durch den Wind. Was? Ach nein. Ich hatte nur kürzlich ein Gedankenspiel und kann nicht so recht eine Antwort darauf finden. Was für ein Gedankenspiel, Jasper? Stell dir ein Mädchen vor. Seit ihrer Kindheit wird sie von ihrem Vater auf massivste Art und Weise gezüchtigt, verprügelt. Sie wächst zur Frau heran und irgendwann verstirbt ihr Vater. Dann verliebt sie sich in einen Mann, der aber ihrem Vater sehr ähnlich ist. Sie weiß nicht warum, aber sie tut es.
Und während am Anfang alles anders scheint, wird ihr Gefährte irgendwann immer ausfälliger, schreit sie an und verpasst ihr Ohrfeigen. Bis er irgendwann wieder zum Rohrstock greift, den sie nur allzu gut kennt. Jetzt die Frage: Wer trägt die Schuld? Also auf einer abstrakten Ebene. Wer ist dafür verantwortlich, dass sich das Leben der Frau so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat? Dass sie sich in dieser Situation befindet? Der Gefährte, weil er sie verprügelt? Die Frau, weil sie sich unbewusst einen Mann gesucht hat, der die Umstände ihrer Kindheit wiederbelebt? Oder der Vater, weil er begonnen hat, seine Tochter zu verprügeln? Das ist unglaublich. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel von Leuten gemacht wurde, die irgendwie, keine Ahnung, Psychologie studiert haben oder mindestens was damit zu tun gehabt haben. Unglaublich. Okay, also niemand trägt die Schuld. Alle drei sind Opfer ihrer Umstände, wenn du so willst. Der Gefährte, der Vater, zum Teil sie selbst, weil sie sich nie lossagen konnte. Naja, eigentlich sind tatsächlich alle drei die Opfer der Umstände, würde ich sagen. Das ist die bequeme Antwort. Aber befreit uns diese Art zu denken dann nicht von jeder Art der Verantwortung? Sind wir dadurch nicht alle Sklaven unserer Umstände? Ich weiß es nicht. Mann, Jesper, du bist mir einfach zu tiefgründig. Hör auf. Warum die Frage? Nur so. Du sagtest, dass du mich gesucht hast. Was gibt's? Also, naja, sagen wir, etwas Seltsames ist passiert und jetzt von den Morden erzählen. Dann glaubt der Erzmagister wirklich, die Dalvareks sollten einen dieser Steine besessen haben? Das hätte ich doch gewusst. Glaub mir, ich habe mich mehr als einmal in die Schatzkammer unseres Hauses geschlichen und da war kein schwarzer Stein. Und diese Karte, die Morde? Kannst du dir einen Reim drauf machen? Nicht im geringsten, nein. Mal davon abgesehen, dass das, was du da beschreibst, verdammt schaurig ist. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer ein Interesse daran hätte, mich auf Leichenschnitzeljagd in Ark zu schicken. Leichenschnitzeljagd? Entweder wir haben es also mit einer Verwechslung oder mit einem ernsthaft gestörten Zeitgenossen zu tun. Also, wenn man diesen Geständnissen Glauben schenken soll, waren die Ermordeten allesamt Verbrecher. Das Ganze wirkt wie eine Art Racheakt. Selbstjustiz. Ja, so weit war ich auch schon. Aber das ändert nichts daran, dass ich nicht die leiseste Ahnung habe, warum wer auch immer dahinter steckt, mir diese Karte schickt und nicht zum Beispiel der Arker Garde. Ah, scheiße. Meine Fackel ist durchgebrannt. Und hast du irgendeine Idee, was diese Losung am Ende der Briefe bedeuten könnte? Nein. Beziehungsweise... Warte. Kannst du mir die Briefe nochmal zeigen? Beim weisen Eremiten, das... Nein. Das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein, Jasper? Wenn man die Buchstaben richtig kombiniert, ergeben sie einen Satz. Klopf, klopf, wer ist denn da? Wirklich? Komm herein, aber komm allein. Oh. So weit war ich auch schon. Nein, war ich nicht. Ich habe nicht mal versucht, die Sachen zu entziffern. Aber was soll das bedeuten? Aber nein. Das ergibt doch keinen Sinn. Ich kenne den Satz aus meiner Kindheit. Es war Adilas und meine Losung, wenn wir uns für unsere Expeditionen aus dem Haus schlichen. Adila war ja seine Schwester, ne? Deine Schwester? Soll das heißen, sie steckt hinter den Morden? Ja, aber... nein, das ist doch Unsinn. Adila ist eine Apothekaria, keine Mörderin. Du hast doch gesagt, eines ihrer Opfer war eine Assassinin. Ja. Wie hätte sie bitteschön eine Assassinin zur Strecke bringen sollen und... wieso? Mann, tut seine Schwester so, als wäre sie so eine Art Dexter? Der schwarze Stein. Wer ihn trägt, übernimmt seine Macht. Er könnte sie zu den Morden getrieben haben und sie will dich scheinbar treffen. Daher die Losung. Ach, das ist doch Quatsch. Selbst wenn sie die Macht hätte. Adila könnte keiner Fliege was zuleide tun.
Ich vielleicht, aber doch nicht sie. Ich werde es dir beweisen. Triff mich in Dünenheim, dann gehen wir zu unserem Versteck. Los. In Dünenheim, also. Und dann gehen wir zu dem Versteck. Wow, ich bin gespannt. So, kann ich hier irgendwie schneller runter, indem ich hier einfach runterspringe? Nein. Also Dünenheim. Wo war Dünenheim? Irgendwo nordwestlich hier oder was? Also noch sehe ich keinen Questmarker. Wahrscheinlich muss ich erstmal hier raus aus dem tanzenden Nomaden oder so. So. Aha. Jasper, schneller, Mann. So, Fremdenviertel. So gut, jetzt aber. Moment, also die Quest lautet Jasper in Dünenheim treffen. Ich berichtete Jasper von meinem Fund. Er zeigte sich irritiert, da er den eigentümlichen Satz am Ende der Geständnisse von seiner Kindheit herkannte. Er und seine Schwester Adila verwendeten ihn als Losung, wenn sie sich für ihre Erkundungen aus dem Haus schlichen. Jasper ist vollkommen aufgelöst und streitet das Naheliegende ab, dass seine Schwester manipuliert von dem schwarzen Stein hinter den Rachemorden steckt. Sie wollte scheinbar, dass er die Leichen findet, und die Losung ist ein Hinweis, dass sie ihn treffen will. Er will mich vom Gegenteil überzeugen. Mhm. Okay, wo ist Dünenheim? Wo ist der Questmarker? Warum sehe ich ihn nicht, Mann? Ah, ist er? Ach, da. Okay, also Miradenturm Dünenheim. Das heißt, ich muss einfach zum Miradenturm hin, Ark. Mhm, das können wir machen. Ihr da! Warum schaut ihr mich so? Hier war doch irgendwo ein Wegweiser. Aber wo? Ach, da. So, also Ark Miradenturm. So, 25 Groschen, ich will mal fliegen. Sicher. Wohin soll ich euch bringen? Und zwar nach Dünenheim. Nebelheim. Ach, Dünenheim, nicht Dünenheim. Okay. Dann bitte dahin einmal. Gut, da sind wir in Dünenheim also. Und... aha, hier müssen wir runterklettern. Geil. Also ich war das letzte Mal, als ich hier war, war ja Abend. Das sieht ja beim Tageslicht ja richtig geil aus, alles. Wow. Vor allem, wie gesagt, irgendwo hier müsste sich eine ekelhafte, schreckliche Kreatur rumtreiben. Mann, was ist das denn? Oh Mann. Wirklich geil, die Atmosphäre hier. Na gut. Dann ab nach Dünenheim. Und wo ist jetzt Jasper? Jasper. Der ist bestimmt irgendwo in einer Taverne hier unten. Gott, Leute, wirklich? Ihr läuft hier drüber? Hast du's gehört? Ist doch nicht euer Ernst. Kapitänin Rokio soll kürzlich hier angelegt haben. Also die Leute, die hier leben, sind ja wirklich mutig. Mary, sie hat den Evodan-Kanal durchquert. Und anscheinend hat sie keinen einzigen Mann verloren. So geht's hier. Oh Mann. Das ist tief? Oh, ja, das ist tief. Na gut. Halt die Ohren steif, Kameradin. Was quatschen die da die ganze Zeit? Also mit mir wollen sie nicht quatschen, leider. Ulva fürs. Was? Schon wieder? Wow. Das ist ja krass. So, Jasper, da bist du.
Moment, ich muss mich einfach nur mal kurz umschauen. Das ist doch total geil hier. Aktueller Ort. Bühnenheim. Macht es nicht besser. Geht weiter. Wow. Das werde ich ganz sicher nicht. Hier war ich noch gar nicht. Soll das eine ganze Stadt sein oder was? Unglaublich, also dieses Spiel überrascht mich immer wieder positiv. Immer und immer wieder. Aufpassen. Einfach nur geil. Wolfried Kenner und ein Aufpasser. Du hast doch gehört, was der Kapitän gesagt hat. So, was haben wir hier? Okay. Unser altes Anwesen ist in der Wüste, nordwestlich von Dünenheim. Ist ein guter Fußmarsch, aber schaffbar. Aha. Jesper zu dem Versteck also folgen. 3 Sterne. Sollte gehen. Na dann komm Jesper, zeig mir den Weg oder so. Oder läufst du mir jetzt hinterher? Oder was? Ah, okay, er läuft mir hinterher. Na dann, Moment, wo soll ich denn hin? Dahin. Jesper zu dem Versteck in der Nähe seines alten Anwesens bringen. In der Pulverwüste, also. Okay, kommen wir hier raus oder nicht? Wahrscheinlich hier entlang, genau. Vor allem, wie windig hier die ganze Zeit ist. Was ist hier nur los? Hm. Und was war das? Oh Gott. Aha! Ach, du bist es! Scheiße, was bist du denn? Ach so, okay, okay. Das heißt, das sind Tiere, denen man nicht zu nahe kommen sollte. Der hat mich gewarnt mit seinem Schrei. Steppenstampfer. Ach, du armes Tier. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Hm. Eigentlich war das ein unschuldiges Tier, das mich einfach nur gewarnt hat und ich bin ihm einfach zu nahe gekommen. Naja. Aber schon allein so eine geile Sache, diese neuen Tiere, die man gar nicht kennt. Einfach nur unglaublich schön. Ah, finde ich einfach super. Schon wieder irgendwelche Geräusche. Oh, was? Wo? Ist doch irgendwas. Ach, da. Was zum Teufel bist du? Ein Skorpion oder sowas. Oh Gott. Oh, alter Käfer. Und da ist noch einer. Oh Mann, ich hätte es einfach lassen sollen. Warum habe ich es einfach nicht gelassen? Und Jesper liegt. Ich versuche mich einfach zu verstecken. Dass die alten Käfer mich aus der Sicht verlieren. Oh fuck. Scheiße. Hm. So, Geister-Schwarzbär. Boah, das sind sogar mehrere von denen. 3 Stück. Boah, fuck. Und es wird dunkel. Oh nein, Leute. Oh, oh. Was, wo sind die denn? Da. Ich sehe auch noch so schlecht. Ah, den einen hatte ich doch fast erwischt. Komm, den muss ich noch. Ah, fuck, ich bin gleich tot. Und ich habe nichts. Ja, okay. Also ich werde jetzt versuchen, die einfach geschickt umzugehen. Das hat keinen Sinn, mit denen zu kämpfen. Sogar Jasper. Eine gute Pfeife. Sogar unser Kumpel Jasper hat da keine Chance gehabt. Also einfach rennen und nicht nach hinten schauen. Die Wüste ist viel zu gefährlich.
Und da muss man sich vorstellen, die haben sie, also Jasper und seine Schwester, die haben hier als Kinder, sind sie herumgelaufen. Natürlich kann es sein, dass die Wüste damals noch nicht so gefährlich war. Wenn die Sicht jetzt noch besser wäre. Wir haben schon wieder 7 Uhr abends. Mann. Wenn man doch irgendwie warten könnte. Aber nein, ihr müsst ein Bett suchen, um zu rasten. Ich würde so gerne jetzt die Wüste beim Tageslicht sehen. Oh, dies schon wieder diese klapprigen, ekligen Tiere. Aber ich glaube, das ist nur einer. So, Schattenzungenöl, Auge des Sturms, Meditation, Schatten des Windes. So. Okay, wo bist du? Ich sage euch, ich sehe dieses Vieh so schlecht. Irgendwo da ist es. Ja, da bewegt es sich. Bumm. Und es sind schon wieder 2 davon. Und ich wurde schon wieder vergiftet. So, Jesper, diesmal helfe ich dir. Diesmal lasse ich dich nicht hängen. Ihr scheiß Tiere. Schon wieder ist Jesper tot. Der hält aber auch nichts aus, muss man sagen. Da ist ja mein Schwarzbär besser. Okay, komm, Mann, einen. Ja, passt. Okay. Dann haben wir 2 von diesen Viechern jetzt erledigt. Und da ist irgendwo noch eins, oder was? Tatsächlich. Aber wo? Ach, da. Okay. So, Käfereier haben die dabei. So, und hier habe ich den zweiten irgendwo erledigt, aber ich sehe ihn nicht. Also Leute, glaubt mir, wenn ihr ihn seht, dann denkt nicht, dass es auf meinem Bildschirm genauso gut sichtbar ist. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen Staub vom Bildschirm wegzukratzen, aber ich sehe das Vieh nicht. Stimmt ja, ich habe ja meine Fackel. So, Moment, Moment. Okay, wow, das ist ja viel besser geworden mit der Fackel. Nicht. Ja, keine Ahnung, irgendwo hier liegt das Käfer, aber ich sehe es einfach nicht, tut mir leid. So. Ja, was essen wir Schönes? Ein Käserand oder eine Kartoffel? Essen wir mal das Käserand. Das war eine gute Sache, wäre für später gut gewesen, aber egal. Wir werden bestimmt noch angegriffen, bevor wir hier am Ziel angekommen sind. Wobei, es ist ja schon sehr nah hier. Oh Mann, wie schlecht die Sicht ist. Eieieiei. Nichts, absolut nichts sieht man. Oh Gott. Und hier sollen wir nach dem Triceratops suchen. Also ehrlich. Was haben wir hier? Bananen, aha. Och Mann, also ich muss sagen, ich finde das nicht gut, dass man hier auf den nicht warten kann, wie in Skyrim. Ich finde das einfach nicht gut. Weil wenn man so eine beschissene Nacht hat wie jetzt, die einfach nur mega dunkel ist und sogar die Fackel nichts hilft, dann was soll man dann machen? Also irgendwo hier sollte jetzt der Eingang sein. So, da sind Bananen. Ach, da. Ja, jetzt sehe ich. Und irgendwas greift mich an. Eiterkäfer. Sind das Eiterkäfer? Nein, das sind Menschen. Marodeure. So, dann Moment. Für Menschen habe ich ja was Interessantes. Schattenzungenöl. So. Was? Wer? Aha. Ich muss wirklich auf gut Glück schießen, leider. Aha. Scheiße. Mann, und ich habe, glaube ich, auch nicht gespeichert, verdammte Scheiße. Und
Da ist sogar ein Tier, das mich angreift. Oh, Leute. Ja, Genesungstrank. Keine Ahnung, woher ich ihn habe, aber ich habe einen. Ich renne jetzt einfach weg. Da, wo die mich nicht erreichen können. So, kommen die mir hinterher? Natürlich. So, hier habe ich ein bisschen Öl. Hier. Aha. Ah, der eine kann auch schießen, verdammt. Aha. Na komm, wenigstens den hier weghauen. Ja. Erkundungsfreudig, sagt Jasper. Okay, ich sehe da leider nichts. Mann, Leute. Lasst mich doch mal in Ruhe, verdammt doch mal. Ah, da kommt er. Nein! Mann! Ah. Also echt jetzt. Diese scheiß Dunkelheit. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Okay, wo sind wir hier? Schon wieder 10.000 Kilometer vom Ziel entfernt. Oh Gott. Einfach nur wie ein Blinder laufe ich hier rum. Unglaublich. Ah, irgendwo hier waren die doch. Irgendwo hier. Gut, dann wo ist unser Schatten des Windes? So, okay, also hier hatten die mich eigentlich letztes Mal schon angegriffen. Bananen. Aha, okay, da ist unser Questmarker. Steht da jemand? Nein, ist ein Baum. Okay, und jetzt aber hat mich jemand entdeckt. Verdammt. Da. So, na komm, wirf jetzt dieses scheiß Flächen, Mann. Jetzt hat er mich getroffen. Oh, und was ist das denn? Panther oder was? Mann, dumme Scheiße. Dieses scheiß Panther hier auch noch überall. Okay, Moment. Vielleicht der Stab des Feuers. So, wo? Da rennt einer. Oh, jetzt habe ich auch noch keinen Schuss. So, sehr gut. Pfeile und Ledersachen. 150 wert. Nehmen wir. Also zerstörtes Buch. Ach, hier ist noch einer, Mann. Geh doch weg, Mann. Geh weg. So, hier ein bisschen Öl. Ah, das war kein Öl. Das war leider kein Öl, was ich da gemacht habe. Aber jetzt. Ah, Leute, Mann. Das ist einfach nur. Ja, ich bin gleich wieder tot. Diese scheiß Jesper noch. So. Schwarzbär. Komm, man, lenk die doch ein bisschen ab. Ja. Mann, Jesper, du bist ein Schwächling. Einfach nur ein Schwächling. Wo sind die denn?
Und ich werde abgeschossen auch noch. Und alles Mögliche passiert hier. So. Frostschaden, Mana-Trank. Mana-Trank. So, wieder ein Schwarzbeerrufen. Also wie gesagt, ich würde viel besser kämpfen können, wenn es hier nicht so verdammt dunkel wäre. Ja. Und wenn ich wenigstens noch einen fucking Genesungstrank hätte. Ah, Leute, Mann. Aha. Was ich versuchen kann, ist vielleicht einen Gift zu nutzen. Ich hatte doch irgendwo hier einen sehr geilen Gift. So, Schockgift. Aha, so Schock, Schock. Ah, Unsichtbarkeit. Aha, Unsichtbarkeit. Für 15 Sekunden, für 8 Sekunden. Nehmen wir mal für 15 Sekunden Unsichtbarkeit. Was, warum siehst du mich? Ich bin doch unsichtbar, verdammt doch mal, für 18 Sekunden. Mann, ja. Habe ich vergessen, den Spastis zu erzählen, dass ich unsichtbar bin anscheinend. Gut, Leute, also, ja, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich, oh, scheiße. Ich werde wahrscheinlich das so machen, dass ich einfach außerhalb der Aufnahme versuche, die Leute zu töten. Oder, ja, Jasper ist wirklich ein intelligentes Vieh. Ein Intelligenzvieh ist es. Also, was steht denn da vorne schon wieder? Wie so ein Vieh. Also, was ich jetzt machen, zu machen versuchen werde, ich werde, glaube ich, jetzt nach Hause laufen, also zu ins Dünnenheim, und werde da einfach ein Bett suchen, wo ich schlafen kann. So. Und dann, wenn ich geschlafen habe und es endlich mal hell ist, werde ich wiederkommen und diese scheiß Marodeure töten. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.